Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir geben uns jetzt von MI den neuen Track gegen den Rest. Produziert von Danzon, Danzon, ich weiß es nicht. Ihr meintet, das ist ein Song, der mir sehr, sehr gut gefallen wird. Und ich freue mich tatsächlich drauf. Ihr wisst, ich mag MI sehr, sehr gerne. Wir werden uns die JCC-Sachen logischerweise geben, wenn wir dort angekommen sind. Wir holen gerade ein bisschen nach. Ich weiß, ich hänge ein bisschen hinterher. So wie damals auch Matheunterricht, 5. Klasse, Freunde, hänge ich auch echt hinterher, Digga. Deswegen werden wir jetzt ein bisschen aufholen, Freunde. Wir schauen rein, hören rein. MySep gegen den Rest der Welt. Let's go. Gegen den Rest der Welt, sage ich schon. Gegen den Rest einfach. Gegen den Rest der Welt ist irgendein anderes Lied. Egal. Ja, jetzt schon, Digga. Es ist was für mich. Atmosphäre ist da. Dachtest du, das war's schon für mich? Oh. Ja, ich weiß, es ist so lange her. Ah. Irgendwann schlägt das Karma zurück. Ah. Jeder Tag ein Pistolenschuss ins Herz. Sag mir. Boah. Allein der Anfang schon. Allein der Anfang. Das fühle ich direkt schon wieder, Mann. Na, es ist schwer zu beschreiben, aber MI kann wirklich gut eine Atmosphäre aufbauen in den ersten paar Sekunden von einem Song. Ja. Irgendwann schlägt das Karma zurück. Hm. Jeder Tag ein Pistolenschuss ins Herz. Sag mir bitte, wie hast du dich voran? Ich hätte für dich eine Kugel gefangen. Ja, ich weiß, ich war laut, doch hab dir nie was getan. Aber du hast alles in mir drinnen niedergebracht. Ich schwör dir, ich hätte diesen Bastard rasiert, wenn du nicht gesagt hättest, dass es ausging von dir. Hab nachts diesen Scheiß mit einem Rausch therapiert. Alles, was schief ging, mit der Faust reguliert, ja. Das ist heavy, Mann, das ist heavy. Worum geht's? Um wen geht's? Alles in mir drinnen niedergebracht. Alles, schwör dir, ich hätte diesen Bastard rasiert, wenn du nicht gesagt hättest, dass es ausging von dir. Hab nachts diesen Scheiß mit einem Rausch therapiert. Alles, was schief ging, mit der Faust reguliert, ja. Es geht also um seine Ex. Es hört sich an, als ob jetzt eine Ex sie betrogen hat. Ich hätte diesen Bastard rasiert, hättest du nicht gesagt, dass es ausging von dir. Es hört sich an, ich will jetzt keine, wir hören das mal. Gedacht, du warst eigentlich anders, aber alle sind gleich, ne, gar keine Standard. Du sagst für immer, als ich deine Hand nahm. Ich hab dir versprochen, dass dich keiner anfasst, ja. Jetzt sitz ich hier, lad die Patronen die Waffe, um den Bastard zu killen, nein, ist Trost oder Rache. Ich hab dir alles geglaubt, alles gekauft. Das ist ganz heavy. Das ist ganz, ganz heavy. Es hört sich wirklich nach dem an, was ich gesagt habe am Anfang. Meine Vermutung. Boah, man merkt einfach, das kommt aus dem tiefsten Herzen, aus dem tiefsten gebrochenen Herzen, Bruder. Das hört man raus. Boah. Ich hätte für dich diese Welt hier zerstört, wenn es sein muss, mich auch. Boah. Du musst wie eine Ho bang, lass dich von ihm ficken, doch was vor mir auf Romance. Ich kauf dir ein Ticket und schieß dich auf den Mond weg. Früher war dein Life, heute ist mein Life. Produziere jetzt und habe Songs in der Pipeline. Du hast es kapiert, nein, du wolltest doch reich sein. Hab viel investiert, weil ich dachte schon Zeit rein, aber alles war verschwendet. Hey, ich hoffe wirklich, dass er jetzt einfach mit Mucke durchstartet, weil wenn auch immer dich irgendwas fickt im Leben, du musst einfach viel, viel stärker und viel heftiger und krasser zurückkommen. Und auch für mich, wenn irgendwas dich fickt im Leben, ich kann mit krass viel mit Arbeit oder auch wenn man an sich selbst arbeitet, so einfach, das sagt man ja immer so, und es hilft auch, das ist das Einzige, was hilft, man fällt am Anfang in so ein Loch, wenn irgendwas einem Leben fickt, aber man muss einfach so wie ein Phönix aus der Asche, bam, zurückkommen und größer, stärker, besser werden, Alter, weil wenn dich irgendjemand gefickt hat, musst du einfach dein Leben so gut machen, wie es niemals zuvor war und das fickt diese Person, die dich vorher gefickt hat, viel, viel mehr, wenn diese Person sieht, dass es dir auf einmal besser geht, dass du erfolgreicher bist, dass du glücklicher bist, ohne diese Person. Das fickt dir viel, viel mehr. Erfolg, Glück und Zufriedenheit fickt die Menschen, die dich ficken wollten. Scheiß auf Monetarisierung. Viel, viel mehr, Digga. Real Talk. Ihr wisst, dass es ein Statement ist, wenn es bei mir mit Digga endet. Merkt euch das. Baby, du kennst mich. Ich hab dir geschworen, Mann, ich bringe sein Ende. Hab's dir geschworen, Mann, ich bringe sein Ende. Fragst du, wo ich war, doch ich hör's an deinem Tonfall. Dann sah ich dein pickeliges Face auf deinem Mobile. Du fängst an zu weinen, hiermit lass ich dich losfallen. Baby, wenn es Karma gibt, dann müsstest du tot sein. Boah. Ich hab dir alles geglaubt, alles geglaubt. Heftig. Heavy. Ich pust ihn weg.
Heftiger Song. Heftiger Song, Mann. Heftiger Song. Er hat die Gemeindecap sogar auf, ja, Mann. Das habe ich eben schon gesehen, das Teufel-Logo vorne. Wow, gegen den Rest, Mann. Bruder, Mann. Holy shit. Heftiger, 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 heftiger Song. Real Rap. Boah. Das ist krass. Und ey, ich hoffe einfach, wie gesagt, dass er so das, was ich gerade gesagt habe, da rauszieht. Und das Ganze einfach, man sieht es jetzt ja schon, er macht es schon. Das ist das, was ich auch jedem empfehlen würde in einer ähnlichen Situation. Einfach so krass und stark wie noch nicht zurückkommen. Und er verarbeitet das mit Musik, er macht Mucke, er zieht gerade wirklich durch, ja. JCC und all das drumherum. Deswegen, ey, ich wünsche ihm das Beste, Mann, aber heavy. Heftiger Song. Krank, sowas wünscht man keinem. Sowas wünscht man keinem. Sowas wünscht man wirklich keinem, Digga. Boah, heftiger Song vorne. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare rein. Und ich freue mich drauf, MySep denn zumindest noch. Bitte keine Spoiler zu JCC, danke. In der JCC begleiten zu können. Wir werden sehen, Freunde. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer natürlich, ja. Und ciao.